Mein kleiner Bruder tut mir ja so schrecklich leid. Wann haben sie endlich für mein Brüderchen mal Zeit? Zwar ist er noch nicht groß, ein kleines Bubi bloß, doch rettungslos in See verliebt. Mein kleiner Bruder träumt von ihnen Tag und Nacht. Was haben sie bloß mit meinem Brüderchen gemacht? Mein Name ist Karl Jöken. Ich spiele in diesem Film die Hauptrolle. Auf Wiedersehen. Guten Abend, meine Herrschaft. Bitte schön, war der Karl Jöken schon da? Der Tenor? Nein, Gott sei Dank. Ich heiße Paul Morgan. Ich möchte bloß mitteilen, dass ich in diesem Film die Hauptrolle spiele. Ich kann Ihnen nur sagen, meine Damen und Herren, Sie werden an mir Ihre Freude erleben. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören. Ein Glück, dass ich als Erster komme. Wenn nämlich diese beiden aufdringlichen Burschen, der Morgan und der Jöken, vor mir kämen, die hätten Ihnen bestimmt erzählt, wie wichtig Sie in diesem Film sind. Dabei spiele ich, unter uns gesagt, wirklich die Hauptrolle in diesem Film. Ich heiße ganz bescheiden Max Hansen. Ganz bescheiden. Feuer bitte. Hm, brennt's? Aha, ich will nicht, was? Na endlich, darf ich vorstellen, das ist im Film unsere Sekretärin Marianne Stanior. Schön knickst das Publikum. Bitte nochmal. So, auf Wiedersehen. Thank you.
stellen Sie das Konzert ab. Unmusikalisches Volk. Ober. Bitte? Adel. Dankeschön. Kinder, so geht's nicht weiter. Wir müssen etwas tun. Aber was? Gründen wir etwas. Einen Verein. Wozu einem Verein? Wir können uns auch so verfeinden. Es müsste etwas sein, womit man viel Geld verdient. Viel Geld? Vielleicht einen Verein gegen das Trinkgeld geben. Die haben's nötig. Ja. So was müsste man machen. Kinder, wir müssten eine Tonfilmgesellschaft gründen. Da werden Millionen verdient. Und verloren. Tonfilm, ja? Ist gar nicht schlecht. Hast du Geld? Ich? Du? Ich? Hast du? Keinen Pfennig. Keinen Pfennig. Na dann steht der Gründung einer Filmgesellschaft nichts im Wege. Wie wollen wir uns nennen? Ja. Alaupu. Alaupu? Was ist das? Was heißt das? Alaupu. Alles auf Pump. Nein. Nein? Nein, das ist zu deutlich. Warte mal, etwas Besseres. Ja, wir sind doch drei. Ein Trio. Trio Filmgesellschaft. Das ist sehr gut, sehr ausgezeichnet. Gut. Das imponiert, ja, nicht? Ja, ja. Trio Filmgesellschaft. Also, meine Herren, die Gründung der Trio Filmgesellschaft ist vollzogen. Geehrte Herr, ich eröffne hiermit unsere erste sehr ordentliche Generalversammlung. Ich begrüße die zahlreichen Anwesenden, die aus allen Gauen des Reiches zu diesem welthistorischen Ereignis herbeigeeilt sind. Ich begrüße insbesondere Herrn Karl Jöken, ebenso Herrn Paul Morgan. Hallo, Fräulein, bitte verbinden Sie mich mit Herrn Generaldirektor Hansen. Ja. Du, ich verstehe kein Wort. Ja? Na schön, ich komme. Fräulein, ja, sagen Sie bitte Herrn Karl Jöken, er möchte einen Moment zu mir herschauen. Danke.
gibt. Was ist? Was passiert? Meine Herren? Was haben wir bis jetzt gemacht? Spesen. Und was haben wir? Schulden. Immerhin, wir waren nicht untätig. Na, meine Herren, ich habe Ihnen eine sehr wichtige Mitteilung zu machen. Wie ist? Ich habe bereits jemanden engagiert. So. Können Sie gleich sehen. Bitte? Unsere Sekretärin. Ah. Hm? Bin ich tüchtig, was? Sehr tüchtig. Also, Fräulein, ich will Ihnen gleich etwas diktieren. Moment, halt. Ich bin der Diktator. Na schön. Wartet jemand? Nein, niemand. Dann warten Sie, bis jemand wartet und sagen, er soll warten. Bitte sehr, Herr Direktor. Fräulein. Herr Generaldirektor, bitte. Bitte Sie. Was? Ist die süß, was? Entzückend. Ja, nun zur Tagesordnung, meine Herren. Also, wir müssen unseren ersten Tonfilm besprechen. Ja. Also im ersten Tonfilm muss ich unbedingt die Hauptrolle spielen. Dann trete ich aus der Firma aus. Ich auch. Wir wissen noch gar nicht, wie seine Stimme klingt. Ja, vielleicht klingt sie gar nicht. Aber bitte, wir haben doch gestern diese Probeaufnahme gemacht. Ja. Gehen wir doch in den Abhörraum. Bitte? Hören wir es uns an? Natürlich, hören wir es uns an. Hauptrolle. Lächerlich. Ja. Wir hören es euch jedenfalls an. Ausgerechnet, der Tenor. Kinder, ich bin direkt aufgeregt. Allen Grund dazu. Vorführer. Jawohl. Die Probeaufnahme Kammersänger Jöken. Jawohl, Herr Direktor. Na, was ist denn los? Los, los, was ist denn los? Du, das Husten muss raus. Das kann man ja wegradieren. Aber ich habe doch noch gar nicht angefangen. Das muss trotzdem raus. Schwör mir nicht, du liebst nur mich bis in die Ewigkeit, denn ich weiß Bescheid. Heut bin ich die Welt für dich und morgen früh heißt die Melodie. Liebe gibt's nur im Roman oder vielleicht noch im Traum. Ewige Treue gibt's nur im Roman. Leider sehr gut. Schade. Er ist verwendbar. So, heute Abend um 7 Uhr. Danke, Herr Direktor. Man müsste nur, weißt du, diese... Unglaublich. Incroyable. Sagst du? Poussiert hier mit unserem Personal. Für unser Geld. Fräulein, da kommen Sie mal her. Nee, Fräulein, das gibt es bei uns nicht. Hier sind Sie bei einer vornehmen Firma. Merken Sie sich das. Ein
heute Abend um 7 Uhr. Ja. Danke, Herr Direktor. Merken Sie sich das? Sie werden bei uns nicht alt werden, Fräulein. Das wollen wir hier gar nicht einführen. Ganz nett, bitte. Aber doch nicht mitten durch die Leute. War sehr nett. Sehr, hat mir sehr gefallen. Was sagt ihr? Was ist denn? Was sagen Sie? Also, das ist Zufall, Zufall. Ja, natürlich. Also, es war wirklich sehr nett. Ja. Der Gesang war ausgezeichnet. Na, ausgezeichnet ist übertrieben. Es war ganz nett, aber so besonders. Na, von mir kannst du noch singen lernen. Von dir kann ich singen lernen. Da lachen die Hühner. Von ihm kann ich singen lernen. Was Augenblick. Ja. Singen lernen, das bringt mich auf eine glänzende Idee. Ja, lass hören. Ich wurde soeben von der Muse geküsst. Ja, man hat's gemerkt. Aber sei doch ruhig, also, pass mal auf. Der Film spielt im bayerischen Hochgebirge. Dort haust... Der Adler. Ach, nein? Im bayerischen Hochgebirge, wo biedere, einfache Menschen wohnen, wo die Luft ozonreich ist und würzig. Dort, wo der Schnee und Horizont sich küssen, dort irgendwo... Dort, wo weit und breit kein Mensch zu sehen und nur hier und da eine einsame, flinke Gemse über das steinige Geröll dahin huscht. Dort lebt Sebaldus Kröllinger, ein ehrbarer Viehhändler, und sein Sohn, der Pepperl, dessen glockenhelle Singstimme in der ganzen Gemeinde allgemeines Aufsehen erregt. Und so wird Pepperl eines Tages in nagelneuer städtischer Gewandung zum berühmten Gesangsprofessor in die Großstadt befördert. Juhu, da sind wir. Als dann Pepperl, du betrittst jetzt einen neuen Lebenspfad. Ja, Vater. Gartenstraße 34. Vater. Was denn? Da gehen wir hin. Du Tipp, wir sind ja schon da. So, sind wir schon da? Was, jetzt gehen wir rein. Vater. Was denn? Gehen wir rein. Ein dummer Bub, dummer. Komm. Komm. Der Herr Professor, der tut mir was. Es beißt dich keiner, sei nicht so kindisch, ja. Du mal. Komm. So. Grüß Gott, Frau. Gut. Und da der Professor? Ja, bitte, geh ich nur rein. Dankeschön, Frau. Komm gleich, Frau. Komm mal rein. Grüß Gott, Frau. Ach, grüß Gott. Grüß Gott, wir kommen an der Gartenstraße 34 zum Herrn Professor. Ja, das ist richtig. Sind wir richtig? Bitte wollen Sie Platz nehmen. Dankeschön, sagen Sie ihm, dass wir da sind. Jo. Danke. Grüß Gott. Leg ich umher in dieser Welt ein Kraft. Es geht nicht. Sagen Sie mir, wird der Herr Professor mir helfen können? Ich habe nämlich morgen den Telleramund zu singen. Du Vater? Was ist denn? Das muss aber schwer sein. Was denn? Hast du es nicht gehört? Der muss singen mit dem Teller am Mund. Na ja, du musst heute auch lernen. Ja. Aber ich wusste. Den Teller am Mund? Ja. Na, was ist denn? Hm? Hust mich doch nicht an. Dummer Bub, dummer. Na, der hat auch gut. Das tun wir auch nicht. Ich habe ein großartiges Mittel gegen Heiserkeit. Seitdem ich das nehme, habe ich eine ganz klare Stimme. Ein Herz. Siehst es? Siehst es, Pepperl? So musst du auch reden, wenn's der große, berühmte Sänger werden müsst. So heiser? Na ja, im Hals. So? Ja. So reden? Ja. Aber da versteht mich ja keiner. Na ja, aber es muss sein. Hörst du, wie die Herren reden? Ja.
Teufel kommt, dass ich da reingerufen werde, mache ich einen Krach, dass das ganze Haus zusammenläuft. Was muss denn? Was muss denn? Ich muss lachen. Ich tut. Der Nächste. Das ist der Professor. Aufstehen, aufstehen. Ist es Professor? Ist er das? Sie kommen von der Krankenkasse? Nein, von Tegernsee. Ich habe einen doch geschrieben, Herr Doktor. Ich bin mit der Sebaldus Gröllinger. Und das ist mein Sohn, der Pepperl. So, was fehlt ihm denn dem Pepperl? Mach doch mal den Mund auf und streck die Zunge heraus. Vater, darf ich ihm zeigen? Sag's ihm schon. Das sehe ich aber nichts Schlimmes. Ja, er hat so eine viel schöne Stimme, Herr Doktor. Und da wollte mir einer fragen, ob Sie ihm vielleicht Gesangsunterricht geben möchten. Ich? Gesangsunterricht? Ich bin doch Halsspezialist. Ach so, Sie haben sich geirrt. Sie wollen eine Treppe höher. Da oben wohnt der Professor. Ach so, da haben wir uns geirrt. Ah, entschuldigen Sie, Herr Doktor. Bitte, das sagt schön an jedem, Herr Doktor. Auf Wiedersehen. Na, jetzt kannst du die Zunge schon hineintun. Ja. Ach so. Grüß Gott, Herr Doktor. Na, Vater, Vater. Was willst du? Vater, jetzt habe ich es wieder drin. Ach, komm, dummer Bub, dummer, komm schon. Wiederschauen, Herr Doktor. Grüß Gott, Herr Doktor. Du Vater! Was denn? Ich glaube, wir sind schon wieder bei einem Doktor. Dummer Bub, dummer. Hörst du nicht? Das ist doch eine Kohlrabitursängerin. Jetzt unser Lied. Aber Brust! Lass dich ruhig sein. Kindischer Kindskopf, kindischer. Genier dich doch vor die anderen Leute. Pass einmal auf, wenn nachher der Professor kommt, wirst alles nachmachen, was er dir vormacht. Verstehst? Alles. Jawohl. Vater? Was denn? Ich mach ihm dann alles nach. Ja, sei ruhig, ja. Also, gnädige Frau. Es war schon sehr anständig. Wirklich? Der schaut aus wie unser Fotograf. Steh auf. Aufstehen? Ja. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Auf Wiedersehen, verehrter Meister. Grüß Gott, Herr Professor. Gott. Fröllinger ist mein Name, Sebaldus Fröllinger aus Tegernsee. Und das ist mein Bub, der Pepperl. Das ist mein Vater, der alte Kröllinger aus Tegernsee. Aha. Aha! Was hast denn? Na, du hast ja gesagt, ich soll ihm alles nachmachen. Na, nicht alles. Kindischer Ding, kindischer. Du verdust dessen, gell? Na, na. Alter Tropf, Alter. Na. Also, Herr Kröllinger, ich habe Ihren Brief bekommen. Ja. Bitte folgen Sie mir. Okay. Sie haben dir noch ein Momentchen Zeit. Bitte, Herr Professor. Du Vater. Was denn? Sag, ist der aus Oberammergau? Na, warum denn? Na, weil er so lange Haare hat. Ja. Sei nicht so deppert. Also, komm. Bitte schön, kommen Sie doch, meine Herren. Ja, komm, Pepperl, komm, Pepperl. Na, komm schon. Da sind wir, Herr Professor. Also, Sie sind mir empfohlen von meinem Lieblingsschüler, dem Lechner Toni. Dem Lechner Toni, jawohl. Da hängt er. Wo hängt er? Wo? Da. Ah ja, da hängt er. Junge, wie sich der verändert hat. Vater, die kennen Toni noch, wie er Lederhosen tragen hat. Ja. Okay. Der hat das lockende Ziel erreicht. Ja, wissen Sie, Herr Professor, mein Pepperl, der soll auch das lockende Ziel erreichen. Weil alle im Tegernsee gesagt haben, dass er so viel eine schöne Stimme hat, wenn er drum im Kirchenchor gesungen hat. Sehr interessant. Ja, Herr Professor, da möchte ich fragen, was kostet denn bei Ihnen so eine Prüfung? 50 Mark. 50 Mark, na schön. Da haben Sie also gleich Ihre 50 Mark, Herr Professor, und da haben Sie 10 Mark noch dazu. Psst, macht ja nichts, ich kann mir's ja leisten. Aber dafür müssen Sie den Pepperl recht gründlich prüfen, was? Also komm schon, Herr. Mein Junge. Ja. Herr Professor, noch eins. Wo ist denn da in der Nähe ein Löwenbrei? Gleich um die Ecke. Gleich am Becken, na schön. Also hol den Pepperl nachher ab. Ja, mach keine Dummheit. Du Vater. Was willst du denn? Vater, dürf ich nicht wieder saufen, sonst kriegst du wieder Prügel von der Mutter. Ja, wie redst denn du von deiner Mutter? Du, ich vergiss mich und hau mein eigenes Fleisch und Blut.
Also komm schon, mein Junge. Komm schon. Ich tu dir doch nichts. Jetzt pass gut auf, was ich dir vormache. Jesus, was ist denn? Ist Ihnen schlecht? Aber nein. Nein? Ich atme tief. Ach, atmen. Das ist schön. Schön ist das. Sehr gut. Jetzt du. Atmen. Nein, festhalten. Fest. Fest. Aber nein. Was? Den Atem festhalten. Den Atem. Jetzt. Festhalten. Ja, festhalten. Gut, gut. Jetzt. Los. Ich hab ihn aber drin gehabt. Ja, du hast ihn gehabt. Ja, da war er drin. Also, aber festhalten den Ton. Ach, drin halten? Ja, ja. Also nochmal. Atmen, festhalten, festhalten. Ja, jetzt. Ach Gott, nochmal. Was denn nochmal? Jetzt I. I. So singe schon. Na, I. I. Ach, I. Ja. Ich hab gedacht, Sie. Nein, I. Das kitzelt. Da kitzelt. Jetzt pass aber gut auf. Jetzt mache ich es dir zum letzten Mal vor. Also jetzt, mit voller Lunge. Leb voll. Da hab ich's noch. Jesus. Das muss dein Vater alles bezahlen. Das muss er bezahlen? Ja. Na dann ist's egal. Unglaublich. Da komm her. Kommst du her? Du Bengel. Kröllinger heiß ich. Schau, lieber Herr. Große ist das mit der Politik. Da kommen diese fremden Alimente und glauben, wir müssen, wann es nur immer wollt, zum Beispiel, schauen Sie nach zum Beispiel unsere Kinder an. Die armen Würmer, diese Würmer, die kindischen Würmer, die glauben, wo wir doch jederzeit bewiesen haben, das müssen Sie doch zugeben, dass wir bereit waren, Mann für Mann und Kopf an Kopf, da glauben Sie, ja, das wäre freilich einfach, aber das können wir nicht dulden. Vetter, nun meckern Sie mich doch hier nicht an, hier in aller Tour, Sie lässt ja Ausländer, Sie hässlicher, Sie. Lieber Herr, ich bin ein Bayer. Ach nee. Was haben Sie glaubt, ich bin ein Chineser? Bei uns zu Hause gibt's keinen Rassenhass und keinen Nationalitätenhass. Merken Sie noch das, Sie Saupress. Sehen Sie, das war endlich mal ein vernünftiges Wort, ja. Da wollen wir dich ja vertragen, was? Na denn also, super. Super, lieber Herr. Super. Herr Lehrer, wir hätten meinen Vater nicht saufen gehen lassen sollen. Mein Vater säuft nicht. Oh, meiner schon. Jetzt kommt na, 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 na. Aber du. Was kommt jetzt? Ja, du sing jetzt. Jo, Pepper, jo, was ist denn das? Hat er die aufgehängt? Aber Pepper, jo, was haben Sie denn mit dem Pepper? Herr Kröllinger, hier haben Sie Ihr Geld. Wo? Aber nehmen Sie diesen Lausebengel und verschwinden Sie auf Nimmerwiedersehen. Was? Aus Sie schmeißen, Tornschutz? Da gehen wir lieber freiwillig. Komm, Pepper. Herr Professor, was habe ich gesagt? Ja, was denn? So
besoffen ist er? Ach, immer. Tja, die Sache hat ja etwas für sich, nicht wahr? Aber ich kann als Generaldirektor unmöglich einen solchen Lausejungen spielen. Ich kann unmöglich so einen dummen Gesangsmeister spielen. Na, ich glaube, der würde dir sehr gut liegen. Schade, schade. Wieso? Ich wäre ein sehr guter Tegernseher gewesen. Ja, bitte, aber es war nur ein Vorschlag, es muss ja nicht gemacht werden. Die Post? Ah, die Post. Bitte? Na, und das? Das sind meine Privatbriefe. Was, so viele? Sagen Sie, wer schreibt Ihnen denn? Na, man hat so seine Verbindungen und Gönner. So, na, Sie würden mich sehr verbinden, wenn Sie mir auch etwas gönnen würden. Distanz, Distanz. Distanz? Ist doch eine Angestellte. Ach so, ja, richtig, ja. Mhm. So, mal sehen. Toll, was ich da alles anbietet. Ja. Gestatte ich mir Sie ergebens zu bitten, mich bei der Besetzung des nächsten Films, wenn auch in einer kleinen Rolle, gütigst berücksichtigen zu wollen. Ihrer geneigten Antwort in Ungeduld entgegensehen, bin ich Ihr in banger Erwartung harrender Emil Jannings. Berlin, Kochstraße 67, 5 Treppen bei Pommer. Da könnte ja jeder kommen. Ja. Du, da schau her. Da ist auch wieder was. So was. Mit dem Kopf will die zum Film. Haarsträubend. Die hat keinen Spiegel zu Hause. Schrecklich. Du, schau dir das an. Komm her. Schau dir das an. Ich finde die Frau gar nicht so übel. Ja. Naja. Sein Geschmack. Er hat keine Ahnung vom Film. Keine blasse Ahnung hat er überhaupt. Was stehen Sie hier noch rum? Ja, ich wollte noch sagen, die Presse ist da. Die Presse? Und das sagen Sie jetzt erst. Ja, wissen Sie nicht, was wir angeordnet haben, wenn die Presse kommt? Ja. Sofort raus. Wir lassen bitten. Ja. Wir lassen ergebenst bitten. Ja. Wir lassen ganz ergebenst bitten. Gehen Sie. Ja, bitte sehr. Der Filmtrompete. Sehr erfreut, Chefredakteur. Es ist die vornehmste Pflicht der Presse, die heimische Filmindustrie zu fördern. Innigen Dank, Herr Chefredakteur. Das geschieht am wirksamsten durch Rundfragen. Sehr richtig. Sehr richtig, Herr Chefredakteur. Bitte, Herr Chefredakteur, fragen Sie rund. Bitte Platz zu nehmen, Herr Chefredakteur. So, zunächst, was ist Ihre Lieblingsbeschäftigung? Meine Lieblingsbeschäftigung? Ja. Kakteenzucht. Wenn ich nicht gerade Schmetterlinge fange. Aha, sehr interessant. Nun eine für das Publikum sehr wichtige Frage. Wo werden unsere Filmlieblinge ihre Ferien verbringen? Ferien verbringen? Ja. Ja. Also, ich gedenke in diesem Sommer eine größere Autotour nach den Philippinen zu unternehmen. Halte mich aber unterwegs einen Tag lang in Cottbus auf. Sehr interessant. Sagen Sie, was für Filme drehen Sie? Tönende. Ja, so... wo man alles hört. Nicht? Diese Art... Ja, können Sie mir da nicht irgendetwas Näheres darüber berichten? Ach, ja, natürlich. Alles, du kannst das so. Das, wir können das Nähere können wir schon berichten. Also zum Beispiel, wir haben... Sehr viel Stoff. Ja, ganz recht. Ein Stoff. Ein ganzes Stofflager haben wir. Ja. Ja, natürlich. Ja. Eine Menge Dinge, die wir da drehen wollen. Erzähl doch mal so eine... Ja, nun? Zum Beispiel, da haben wir einen sehr interessanten Stoff. Haben wir den Sängerkrieg. Sängerkrieg? Ausgezeichnet. Sagen Sie, können Sie mir da etwas über die Handlung sagen? Natürlich. Ein Sängerkrieg? Ja, das ist eine reizende Handlung. Hat eine Handlung. Reizende Handlung. Die Handlung, sie entwickelt sich mehr
und oder weniger, also ich kann es Ihnen ja auch erzählen, die ganze Handlung. Also die ist so, folgendermaßen. Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, Mesdames, Messieurs, mein Dame, oh Herr, Hölsch ich Urai, Senoras y Caballeros. Um nicht weit auszuholen, schon die alten Römer und Und Griechen haben Wettkämpfe aller Art veranstaltet. Sie sprangen, sie liefen, sie stießen mit Speeren, sie warfen mit Kugeln, mit Diskus, mit... Bälle, mit... Bällen, Bällen, Bällen. Von den Turnieren des Mittelalters bis zu unseren Boxkämpfen, von Gottfried von Bouillon bis zu Max Schmeling, sehen wir die sportliche Entwicklung und sie erreicht ihren Höhepunkt im allerneuesten, im Zweikampf der Tenöre im Ring. Kammersänger Karl Jürgen, Meister des Rheinlands, 180 Pfund Lebendgewicht, ohne Knochen. Oh. Oh. So, Schwammel, die haben Sie mal mit Buttermilch rausgezogen. Max Hansen, Fliegengewichtsmeister, 98 Pfund Lebendgewicht, ohne Gräben. Maxe, denke dran, der du auch Maxe heißt. Gesungen wird mit 4 Unzen Stimmbändern bis zur Kampfunfähigkeit des Publikums. Ist er recht freundlich? Du hast ja eine Fliege auf der Linse. Ruhe. Achtung, Achtung, meine Damen und Herren. Zahllose Pressefotografen von sämtlichen Zeitungen der ganzen Welt haben soeben die beiden Kämpfer in das Kreuzfeuer ihrer Objektive genommen. Während Karl Jürgen einen sehr gefassten, siegesbewussten Eindruck macht, legt Fliegengewichtsmeister Max Hansen ein geradezu lausbübisches Benehmen an den Tag. Verzeihung, Verzeihung, entschuldigen Sie, dürfte ich vielleicht ein paar Worte da hineinsprechen? Was denn an wen? Ich habe nämlich eine Tante in Kopenhagen. Ja? Und der möchte ich Grüße sagen. Ja? Aha. Kann ich das? Na schön. Auf Dänisch, ja? Auf ja? Dänisch. Ein Moment, ja? Tante Inge, guter, dem Max, ja. Du musst gehört, ja, ich sagen, Kletpo, oder heller sagt, ich Kletpo. Ich habe mich entschuldigt, wissen Sie, weil ich nicht angezogen bin. Nicht? Die weiß doch nicht, was los ist. Tante Inge, mange Hilsner, hä? Ich höre gar nicht. Ich höre kein Wort. Vielleicht ist die gar nicht zu Hause. Was? Genug. Genug? Auf Wiedersehen. Wir beginnen. Darf ich bitten, meine Herren? Ein Hufeisen. Ja, das bringt mir Glück. Aber ihm doch nicht. Schiebung. Erste Runde. Oh.
spät durch Nacht und Wind. Es ist der Vater mit seinem Kind. Dem Vater grauset's, er reitet geschwind, er hält in den Armen das ächzende Kind. Er reicht den Hof mit Mühe und Not. In seinen Armen das Kind war tot. Ruhe! Meine verehrten Damen und Herren! Sauerdrops, Pfefferminz, Sängertablette! Sauerdrops, Pfefferminz, Sängertablette! Meine verehrten Damen und Herren! Zweite Runde! Ein ernstes Lied. Ich kenne eine kleine Stadt, die so was ganz Besonderes hat. Es ist nicht Heidelberg und auch nicht Elberfeld, nicht Nürnberg und nicht Franzensbad. Es gibt ja für mich nur eine Stadt, das ist die schönste auf der ganzen Welt. Um Ulm und um Ulm rum. In Ulm traf ich ein Mädelein. Sie war so süß, so schlank, so fein. Ein goldener Kneifer saß vor ihrem Augenpaar. Wir liebten uns. Aus. Was aus? Aus ist aus. Was heißt aus? Ich bin noch gar nicht aus. Das ist egal. Aber das Beste kommt noch. Das ist ganz gleichgültig. Das ist Ihnen gleichgültig, ja. Wenn mein... Na, das ist eine Schiebung, sage ich Ihnen. Schiebung ist das. Schiebung! 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 Meine Damen und Herren, ich bitte um einen Augenblick Gehör. Tempo, Tempo! Nachtausgabe, 8 Uhr Abendblatt, Berliner Herold, kleine Journal, die Woche. Meine Damen und Herren, die dritte Runde. Land so wunderbar, Gärten reich und schön, Tempel so voll Glanz, seid gegrüßt. Mich zu unterbrechen. Würde der beliebte Künstler ein Autogramm geben? Ach so, ja. Jürgen? Jürgen? Bitte. Ja, sind Sie nicht der Max Hansen? Nein. Max Hansen? Der beliebte Künstler bin ich. Ach, bitte ein Autogramm. Ein Autogramm, gerne, bitte. Bitte schön, bitte. Dankeschön. Schönen Gruß zu Hause. Schönen Gruß. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Weitermachen. Weg ab, nicht so viele. Weg
Die vierte Runde. Ein Konzertlied. Ich liebe dich. Ich liebe dich und muss dich fragen, du sollst mir sagen, liebst du auch mich? Ich liebe dich, mein ganzes Leben. Brechen, brechen. Will ich dir geben, ich liebe. Und dann soll das Publikum selbst entscheiden, wer der Sieger ist. Nun, Herr Chefredakteur, wie hat Ihnen das gefallen? Es war ausgezeichnet. Wirklich ausgezeichnet. Meine Herren, ich danke Ihnen für Ihre Informationen. Ich weiß jetzt genug. Ich habe von Ihrer Firma den richtigen Eindruck. Hals- und Beinbruch zur Premiere. Innigen Dank, Herr Chefredakteur. Innigsten Dank, Herr Chefredakteur. Brennheißen. Brennheißen Dank, Herr Chefredakteur. Ein sympathischer, kluger junger Mann. Ja, wirklich, wirklich. Ein reizender Chefredakteur. So begabt, ja? Ja, ja, so gesunde Ansichten. Netter Mensch, wirklich, ja, reizend. Übrigens, das, was du da erzählt hast, was der so aus dem Stegreif, die Geschichte, ich war ganz platt überhaupt. Du, das war wund, besonders die Stelle da, wo das Mädchen ihn mit mir verwechselt. Ja. Das ist wunderbar, gut, wunderbar. Das möchte ich weglassen. So, das möchtest du weglassen. Ja. Na, das kann ja dann bleiben, nicht? Das ist ja sehr gut, nicht? Die Stelle ist ja sehr gut. Was wollen Sie denn schon wieder? Bitte? Weintraub? Wo wartet der? Man wartet draußen im Musiksaal. Im Musiksaal? Haben wir einen Musiksaal? Das ist... Ja, da gehen wir hin, schauen wir uns den Weintraub an. Ja, los. Wohin das? Lass er kann an dem Mann schon dran sein, da. Die sind der Weintraub. Weintraub. Angenehm. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dürfen wir hören, was Sie zu spielen belieben? Ewige Liebe. Sehr erfreut. Ewige Liebe. Haben wir denn so lange Zeit? Die Leute, aber es doch irgendwie, sie was? Sind doch musikalisch ausgezeichnet, musikalisch, ja. Aber es fehlt die was? Die Ballung ist nicht
gestuft genug. Hm? Es ist nicht genug gehornt, gewarnt, nicht? Ja, es müsste mehr dieses, nicht? Ja. Sehr logisch, nicht? Ja, und das logisch. Müsste eben noch... Meine Herren, GN, GN, meine Herren, ganz nett. Aber, meine Herren, es fehlt Ihnen meine straffe führende Hand. Es fehlt Ihnen der Jazz-Appeal, der Toscanini. Mit einem Wort, meine Herren, ich fehle. Darf ich bitten an die Plätze, meine Herren, darf ich bitten? Achtung, 21, 22, 23. Assessor Stein hat ein Brüderlein, das von ihm behütet wurde, treu und mütterlich. Einmal war verliebt und total betrübt, Herrn Assessors Brüderlein, und weinte bitterlich. Lieber großer Bruder, hilf mir armen Luder, sprach das kleine Brüderlein. Stille meinen Kummer, hier ist ihre Nummer, sie muss jetzt zu Hause sein. 49,2, ja, hier ist Stein. Mein kleiner Bruder träumt von ihnen Tag und Nacht. Was haben sie bloß mit meinem Brüderchen gemacht? Mein kleiner Bruder tut mir ja so schrecklich leid. Wann haben sie endlich für mein Brüderchen mal Zeit? Zwar ist er noch nicht groß, ein kleines Bubi bloß, doch rettungslos in sie verliebt. Mein kleiner Bruder träumt von ihnen Tag und Nacht. Was haben sie bloß mit meinem Brüderchen gemacht? Mein kleiner Bruder. Was ist? Immer hat er etwas zu meckern. Immer nur meckern. Das war fein. Meine Herren, wenn Sie mit mir derartige dumme Jungenstreiche zu machen pflegen, geruhe ich aus der Firma auszutreten. Huck, ich habe gesprochen. Zur Geschäftsordnung. Wir brauchen schöne Frauen für unseren Film. Schöne Frauen brauchen wir. Ja, das brauchen wir unbedingt. Frauen? Dafür ist doch der Tenor da. Bitte, meine Herren, folgen Sie mir. Er hat Frauen herbestellt? Na, da können wir uns kondolieren. Herzlichstes Beileid. Ja. Na. Ihr werdet staunen. Ich staune. Dito, was ist denn das? Das ist das Kabinett des Dr. Larifari. Das Kabinett? Des Dr. Larifari. Ich habe Angst. Meine Herren, nehmen Sie Platz. Bitte sanfte Kinomusik.
Nummer 1. Seidenweicher Tango. Ausgezeichnet, ausgezeichnet, ausgezeichnet. Du, Nummer 3 jetzt, ja? Bitte drei. Nummer 3, ja? Ein prima Foxtrott! Na, sowas Nettes! Du, die wird engagiert, ja? Die gefällt mir. Nur, es kommt noch viel toller. Noch toller? Nummer 4! Tra, tra, tra! Die fünfte! Achtung! Jetzt kommt die fünfte! Wie lange soll ich denn noch warten? Da muss einer dran gedreht haben. Ja, wer sind Sie? Was sind Sie? Ich bin vom Kaffeesfuß auf Liebe eingestellt. Blaue Engel. Ja, wer sind Sie denn eigentlich? Ich bin die Schriftstellerin Hedda Murz-Kahle. Ich bringe Ihnen mein jüngstes Kind. Das jüngste Kind meiner Muse. Ein Filmdrama, mit dem Sie mindestens 1 Million Mark verdienen werden. Was sage ich, 1 Million? Sagen wir 50.000 Mark. Ist auch schönes Geld. Bitte lesen Sie. Wie heißt das? Ehen, die im Sand verlaufen. Aber jetzt will ich Sie ganz glücklich machen. Was wird jetzt noch kommen? Jetzt will ich Ihnen mein Drama vorlesen. Ja? Also, bitteschön. Bitte. Danke. Ich beginne natürlich mit dem ersten Akt. Die originell. Es war am grünen Donnerstag. Das Abendrot spielte um die weißen Mauern von Burg Schwarzbach. Der blaue Himmel wölbte sich um die rosafarbenen Wangen der ach erst 17-jährigen Komtesse von Gelbsattel. Aha, das wird ein Farbenfilm. Ruhe bitte! So sind 10 Jahre darüber verflossen bzw. ins Land gegangen. Wie die Zeit vergeht. Comtesse Titti hat einem Mann ihre Hand gereicht, der ihrem zartbeseiteten Charakter manche Seufzer entlockt. Manche blonde Tränen sein. Meine verehrten Damen und Herren, dieses Drama von der Frau Murz-Kahle haben wir tatsächlich gedreht. Und nun sollen Sie sehen und hören, was dabei herausgekommen ist. Thank you.
Solange noch ein Herz in diesem Busen pocht, wirst du die Schwelle nicht überschreiten. Julie! Mein Gott, 10 Jahre martervolle Ehe. Welch ein Unrat in diesem Hause! Mein Gott, wie bist du hereingekommen? Haha, du vergaßest, wir haben noch eine zweite Türe in unserem Schlosse. Deine Brutalität geht zu weit. Titania, reize mich nicht. Der Kelch fließt über. Ich lasse mich scheiden. Dem steht nichts im Wege. Aber das Kind behalte ich. Das wird die Obrigkeit entscheiden. Noch gibt es Richter in unseren Landen. Dieses engelsreine Geschöpf lasse ich dir nicht. Es darf nicht berührt werden von dem vergiftenden Hauch deiner lasterhaften Atmosphäre. Hinweg! Heiderle! Am Sonntag will mein Süßer mit mir segeln gehen. Das wäre so wunderschön. Ja, das wäre so wunderschön. Hörst du, du elendes Weib? Das sind die Früchte deiner ach so schlechten Erziehung. Fängst du schon wieder an? Horch, es schrillt die Glocke. Das sind meine ehrenergrauten Eltern. Bitte, herrsch dich jetzt. Herrsch, ich weiß selbst, was ich zu tun habe. Liebling, komm zur Mutti, komm hier, mein Kind. Komm, komm, mein Liebling. Ich habe mich gefragt. Überraschung, Schwiegermama. Ein Bild ewiger Jugend. Oh, Schwiegerpapa, Sie sehen ja aus wie das blühende Leben. Täubchen und ich freuen uns immer so sehr, euch in unserem trauten Heim begrüßen zu können. Bitte nehmet Platz. Ach, ihr sitzt ja schon. Gestattet, dass auch ich mich setze. Na, Heiderle, wie geht's dir denn? Nochmal leben. Haben Sie gelesen, Schwiegerpapa? Amerika wird uns jetzt die Anleihe geben. Ja, ich habe gehört, die Großbanken sollen das finanzieren. Ich halte nichts davon. Ruhe! Warum lachen Sie? Na, hören Sie mal, so spricht doch im Leben kein Kind. Das verstehen Sie nicht. Was? Das nennen Sie Regie führen? Kümmern Sie sich um Ihre Tonkamera, ja? Mensch, dicke Luft. Wer ist hier der Lubitsch? Ich oder Sie? Ha, weiter. Nee, das mache ich nicht mit. Was? Sie wollen streiken? Jawohl. Dann sind Sie entlassen. Schön. Machen Sie sich Ihren Dreck alleine. Mahlzeit. Ein sowas? Sowas? Was hast du denn jetzt da gemacht? Wir können doch diesen Film nicht stumm weiterdrehen. Nur keine Angst. Der Film wird mit Ton weitergedreht. Ich selbst persönlich gehe an die Tonkamera.
Er? Meine Herren, an die Plätze. Jetzt können wir ja was erleben. Also los. Na? Es geht gleich weiter. Bitte Platz nehmen. Bitte Platz nehmen. Wir gehen schon weiter. Achtung. Aufnahme. Los. Na, wo bleibt denn das Dienstmädchen? Wie ich höre, schmeckt es euch. Ja, danke schön. Na, was ist denn das? So, Heiderle singt uns noch ein nettes Liedchen vor und dann geht das Hüppchen schlafen. Mariechen sitzt auf einem Stein, Mariechen sitzt auf einem Stein. Hallo, Sie. Sagen Sie, haben Sie nicht auch das Gefühl, dass manches häufig gar nicht so richtig beinahe alles falsch war, was? Wissen Sie, ich habe hier jetzt bis jetzt kein Wort gesagt. Aber Sie haben ja einen Knall. Das ist Ihre Meinung? Ja. Wieder. Wieder. Na, das ist ja... Also bitte, gehen Sie an die Kasse, meine Herrschaften. Ziehen Sie aus, morgen weitere Aufnahme. Gehen Sie an die Kasse. Ja. So sehen deine Töne aus. Was? Herr Generaldirektor, Sie sind entlassen! Kinder, wisst ihr das Neueste schon? Was denn? Wir sind pleite. Große Neuigkeit. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Leopold. Bitte? Stellen Sie das Radio an. Noch nicht groß, noch ein kleines Unbeglot, noch rechnungslos in Sie verliebt. Mein kleiner Bruder träumt von Ihnen Tag und Nacht. Was haben Sie bloß aus meinem Brüderchen gemacht?